Konsumiert, noch mehr konsumiert. Konsumiert, noch mehr konsumiert. Konsumiert, noch mehr konsumiert. Werdet glücklich, konsumiert. Investiert, noch mehr investiert. Investiert, noch mehr investiert. Investiert, noch mehr investiert. Werdet glücklich, investiert. Spekuliert, noch mehr spekuliert. Spekuliert, noch mehr spekuliert. Spekuliert, noch mehr spekuliert. Werdet glücklich, spekuliert. Für alle die, die ein Bankkonto haben und nicht wissen, wo die Franken, die auf dem Bankkonto draufstehen, herkommen, findet es raus. Ich habe heute Morgen vom 2 bis am 4 mit meinem Bänkler geredet. Und es ist 2 Stunden lang gegangen, vom 2 bis am 4. Und er hat nicht gewusst, wo die Franken herkommen. Er hat gesagt, ja, von den Steuerzahlern, ja, von den Unternehmern, ja, von der Wirtschaft. Aber all die haben das Geld nicht gemacht. Er hat auch nicht gesagt, ja, die Schweizer Nationalbank hat es gedruckt, was ich erwartet hätte. Weil auch das wäre nicht richtig gewesen. In Wirklichkeit wird in der Schweiz das allermeiste Geld von der Credit Suisse und von der UBS gemacht. Sie machen sie dem, dass sie einfach einen Kredit geben an jemanden in Franken, was sie gar nicht haben. Dadurch ist das Geld entstanden. Sie geben einen Kredit an jemanden mit Franken, wo sie selber gar nicht haben. Weil sie denn eigentlich das Recht haben, dass der den Kredit muss zurückzahlen. Haben sie nachher etwas in der Bilanz? Und das ist das Recht, dass sie glauben, dass der das zurückzahlt. Und das ist dann nachher gleich viel wert. Und das schreiben sie auf 2 Seiten von einer Bilanz und haben sie das Geld gemacht. Das ist auch legal und in Ordnung in unserem gesetzlichen System. Es ist nur dann ein Problem, wenn man plötzlich irgendwann auf der anderen Seite, dort wo noch das richtige Wert ist, irgendwo nicht mehr genug hat. Wenn plötzlich so etwas wie in Amerika passiert mit den Gebäuden und dann plötzlich das Geld, das niemand hat, wo es gar nicht da war, wo verlehnt worden ist, nicht mehr rum ist und sollte zurückgegeben werden. Darum hat man Angst, es könnte irgendwann mal jemand auf die Idee kommen, sein Geld in bar von der Bank abzuheben. Wenn nur 5% von allen Menschen würden ihr Ersparte von ihrem Bankkonto abheben, wäre unser ganzes Finanzsystem vollkommen hinüber. 5% habe ich mal aus den Finger gesogen, aber ich glaube, es stimmt. Wenn ihr das Geld euch vorstellt, auf der Schweizerischen Nationalbank ist etwas von 30 Milliarden in Bargeld verschrieben. Noch ein paar 100 Milliarden Giralgeld dazu. Und wenn das Geld bei den Banken mit dem Faktor vermehrt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie ein bisschen Nationalbankgeld haben und viel mehr dürfen rausgeben, dann gibt das etwa 3000 Milliarden Franken, die in der Wirtschaft sind, die irgendwo als Kredit vergeben sind. Und auf all die 3000 Milliarden Franken zahlt jemand Zins. Und der Zins, der fließt jedes Jahr neu zu diesen Banken an. Immer das, was sie mehr an Zins bekommen, wie das sie müssen zahlen für jemandem sein Geld, geht direkt an die Banken. Und das Geld ist in der Grössenordnung von einer kompletten UBS-Rettung jedes Jahr. Das sind um die 60 Milliarden Franken jedes Jahr, wo wir müssen erwirtschaften, wo wir müssen aus der Wirtschaft rausnehmen als Menschen, wo wir müssen verdienen und als Zinsen zurückzahlen. Wir machen das über Miete, wir machen das über Fremdkapitalanteile in allen Firmen, wo wir Produkte verkaufen. Wir machen es in den Preisen, wir machen es in unserem gesamten wirtschaftlichen Tun mit Geld. Ständig zahlen wir Zinsen. Etwa 40% in allen Preisen drin, wo wir irgendetwas kaufen, sind Zinsen.
Die Zinsen gehen alle direkt an irgendwelche Kapitalsammelbecken, die Geld ausgelehnt haben und Zins kassieren. Das sind leistungslose Einkommen. Das ist Geld, das gezahlt wird von uns Menschen an die, die das Geld angeblich behauptet, sie zu besitzen. Und das ohne, dass sie irgendetwas geleistet haben dafür. Das ist das System, wie heute global auf der ganzen Welt Zinsflüsse umeinander geschoben werden von den Menschen, die arbeiten, zu den Menschen, die behaupten, sie hätten das Geld. Stellt euch einmal vor, ihr habt einen kleinen Kinderspielplatz und am nächsten Tag da kommen die Kinder, die am letzten Tag schon gespielt haben, wieder auf den Kinderspielplatz und es hocken dort drei dicke Kinder in schwarzen Anzügen und sagen, wir haben gestern gespielt, jetzt gehört alles uns. Und dann sind ihr das Kind, das auf dem Kinderspielplatz mitspielen will. Und die anderen Kinder sagen, nein, es gehört alles uns. Oder stellt euch vor, ihr wollt Monopoly spielen, das quadratische Spiel mit diesen vielen Feldli. Und am Anfang vom Spiel kommt jeder ein Manöckchen über, wo man damit laufen kann. Und jemand kommt alle Straßen über und jemand kommt die Bank über. Und ihr seid die dritte Person. Dann macht das Spiel nicht besonders viel Spaß. Und so läuft es bei uns. Wir haben ein Bankensystem, das unglaublich viel Geld abzügelt aus der gesamten Wirtschaft ständig. Und das auch noch ohne, dass die Leute das Ganze kritisch hinterfragen. Das auch noch ohne, dass die Leute sagen, die Banken sind das Problem. Oder zumindest die meisten Leute sagen das nicht. Die meisten Leute sagen irgendwo anders das Problem. Und jetzt haben die Banken so viel Geld, 70 Mal mehr Geld in ihrer Finanzspekulationsblase versammelt, als es überhaupt braucht für unsere Realwirtschaft. Und das 70 Mal mehr Geld, das täglich an der Börse für irgendwelche Spekulationsaktionen angeschoben wird, auch das wirft alles Zinsen ab. Und wenn jetzt dort irgendetwas schief läuft, irgendwo ein Preis schnell rauf und runter geht, dann kann das Rückstöße verursachen auf unsere Wirtschaft. Wenn irgendwo die Spekulation auf Nahrungsmittel ein bisschen den Preis anhebt, gibt es eine Hungersnot in Mexiko. Wenn irgendwo das Geld ein bisschen zu flüssig wird, weil niemand Geld braucht, dann entsteht ein Krieg, weil jemand muss Waffen kaufen, damit das Geld wieder an seinen Ort kommt. Wenn irgendwo die Mieten ansteigen, weil die Menschen zu viel Geld haben und sie in Immobilien investieren, dann müssen die Leute aus der Stadt rausziehen, weil sie sich ihre eigene Wohnung nicht mehr leisten können. All das sind Rückstöße von der Finanzwirtschaft auf die Realwirtschaft, wo uns Menschen in der Befriedigung von unseren Bedürfnissen direkt bedroht. Wir auch in der Schweiz sind direkt bedroht von dieser Finanzwirtschaft, wo unsere Realwirtschaft kann zerstören, sobald irgendwo die Preise ein bisschen zu stark schwanken. Und etwas, wo das Ganze immer verbannter werden lässt, immer schlimmer werden lässt, ist der dumme Zinseffekt, den alle schon mal gehört haben. Und es ist trotzdem, obwohl man es schon immer wieder mal gehört hat, noch schwierig zu verstehen, dass das Geld, das heute rum ist, mit Zins entstanden ist und dass die Zinsen für das Geld, das heute rum ist, auf dieser Welt noch gar nicht existieren. Die Franken, die es heute gibt, die sind verzinst. Und die Zinsen, die man muss zahlen muss, für die Franken zu bedienen, die gibt es noch gar nicht. Wenn der Zins auf das Geld, das es heute gibt, nicht würde gezahlt werden, durch unser Bankensystem und unsere Wirtschaft zerbrechen. Im heutigen System, wenn wir das heutige System nicht ändern. Wenn eine Bank eine Million Kredit rausgibt, dann muss der, der den Kredit genommen hat, die 100'000 Franken Zins pro Jahr, jemand anderem wegnehmen, indem er ein Geschäft macht und etwas verdient. Das geht so weit ganz gut. Wenn das aber alle machen, dann müssen ja alle allen etwas wegnehmen. Und das gibt es dann einfach nicht. Das heisst, das Geld muss neu geschaffen werden. Und so schaffen die Banken immer mehr neues Geld. Und immer mehr neues Geld vergrößert nicht wirklich unsere Wirtschaft. Vergrößert nicht wirklich unsere Bedürfnisse, die wir können befriedigen mit unserer Wirtschaft. Und so entsteht ein immer größerer Unterschied zwischen der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft. Und die Bedrohung von der Finanzwirtschaft gegen die Realwirtschaft wird immer schlimmer. Und das Ganze darf nicht uns davon abhalten, zu sehen, was wir eigentlich wollen. Wir alle laufen gern, wenn die Sonne scheint, an einem frühen Wintertag, in einer guten Stimmung mit Menschen, die wir gern haben, durch eine Straße, wo viele andere Menschen sind,
und erhaltet uns über Sachen, die uns beschäftigen. Wir alle gehen gerne nach Terco Brenche oder Forum Brenche. Wir tun gerne essen, trinken, lustig haben. Wir alle tun gerne viel verfolgen in unserem Leben, versuchen etwas Sinnvolles zu machen, etwas Schönes zu machen. Wir wollen alle etwas erreichen, etwas, was persönlich ist, etwas, was gut ist. Und wir alle haben auch gerne Konsumartikel, wir haben gerne Kleider, wir haben gerne irgendetwas, was wir uns kaufen können. Und all das ist nicht unmöglich. All das kann weiterhin funktionieren. Vielleicht anders. Aber die Frage, wie das soll funktionieren, die müssen wir uns jetzt stellen. Wenn wir uns die Frage nicht jetzt stellen, dann geht das alles, was wir jetzt so schätzen in unserem Leben, ziemlich schnell, ziemlich drastisch kaputt. Ich selber glaube, wir können mit erneuerbaren Energien, mit geschlossenen Stoffkreislauf und mit einer bedingungslosen Grundung kommen und weiterhin einer freien Marktwirtschaft eine Möglichkeit schaffen, dass in der Schweiz und überall auf der Welt die Menschen ohne Angst können leben. Ohne Angst und ohne, dass sie die Mehrheit von ihrem Leben damit verbringen müssen, Zinsen zu zahlen für Menschen, die nicht arbeiten. Ich glaube, die wichtigsten Hindernisse, um das zu erreichen, sind, dass wir unsere Informationskultur überdenken. Dass wir anfangen, jede und jede eine eigene Meinung zu haben. Eine eigene Meinung wird meiner Meinung nach sehr stark behindert von Massenmedien. Sie wird gefördert, indem man mit Leuten redet, die eine andere Meinung haben. Es ist förderlich, mit Leuten zu reden, die eine ganz andere Meinung haben. Und so tief mit ihnen zu reden und versuchen, sie zu verstehen, bis man den gemeinsamen Punkt findet, wo man einen Konsens haben kann. Es ist interessant, einen Konsens zu finden mit jemandem, der eine Meinung vertritt, die mich eigentlich putzenhässig macht auf den ersten Blick. Wenn ich dann nachher tiefer zuhöre, merke ich, es sind Ängste rum. Meistens geht es irgendwo darum, dass man Angst hat, etwas zu verlieren, Angst hat, dass es einem nicht gut geht in Zukunft. Und dort können wir uns alle treffen. Ich glaube, wir alle wollen, dass es gut geht in Zukunft. Und das ist das, wo unsere Wirtschaft noch ausgerichtet werden sollte. Dass es Menschen gut geht in Zukunft. Uns allen. Es ist nicht sinnvoll oder nicht. Es macht nicht glücklich, wenn ich viel mehr habe als alle anderen. Weil dann muss ich mich fürchten, über die Straße laufen. Ich muss Angst haben vor den neidischen Menschen. Es macht glücklich können, die Sachen, die man gerne macht, zu machen, mit anderen Menschen zusammen. Kommen mal zu googeln oder mal auf YouTube einen Film dazu anzuschauen. Ich möchte euch auch bitten, die Idee von der Vollgeldreform einmal mit euren Freunden zu besprechen und zu fragen, ob jemand von dem schon gehört hat. Ich möchte euch alle bitten, einmal zu überlegen, ob ihr jetzt verstanden habt oder ob ihr schon wisst, wo das Geld herkommt. Weil das Geld bringt nicht den Stoch. Und wenn ich Geld könnte machen, dann wäre ich sehr mächtig. Und es gibt in dieser Schweiz, in dieser Welt, jemanden, der Geld machen kann. Und die Personen, die juristischen Personen, sind sehr, sehr mächtig. Ich möchte euch auch bitten, kritisch hinter zu fragen, was in den Massenmedien kommt über die kommenden Ereignisse weltweit, die kommenden Kriege weltweit. Und ich möchte euch auch bitten, nicht immer gerade zu sagen, man kann ja eh nicht machen. Man kann ja eh nicht machen, ist kein Argument. Man kann ja eh nicht machen, ist falsch. Man kann ja eh nicht machen, ist eine Waffe. Man kann ja eh nicht machen, ist Lethargie. Man kann ja eh nicht machen, ist Konsumismus. Man kann ja eh nicht machen, ist eine Religion. Man kann ja eh nicht machen, ist der Grund, warum wir gegen die, die uns beherrschen, nicht aufstehen. Man kann ja eh nicht machen, ist ein wunderbares Verkaufsargument für Menschen, die gerne Zinsen zahlen. Man kann ja eh nicht machen, hat noch nie irgendjemand weitergebracht. Man kann ja eh nicht machen, ist falsch.